Leute, Schummeltag, Kundenrate essen, Diät machen, Schummeltag. Ja, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Ihr Lieben, ihr kennt das Unterschied-Day eventuell. Ich nenne es einfach mal Schummeltag, damit alle auch wissen, worum es geht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es schlau ist, 5 Tage Diät zu machen und am Wochenende 2 Tage Schummeltag, also Cheat-Day mit Kohlenhydraten zu machen oder mit Leckeressen zu machen. Was sagt ihr dazu? Hilft das oder hilft das nicht, wenn ich Gewicht verändern will? Ihr Lieben, was machen wir überhaupt mit diesen ganzen Schummelgeschichten? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ich hatte mehrfach jetzt Patienten in der Beratung, die immer wieder 5, 6 Tage die Woche ganz streng Diät machen, vorsichtig sind, Kalorien, Kohlenhydrate reduzieren, aufpassen, ne? Also richtig Diät machen die 5 Tage lang. Und ja, aber diesen einen Schummeltag, diesen einen Cheat Day, den brauche ich. Das ist doch so super. Also einmal muss ich mir ja auch was gönnen. Ist das fürs Gewichtabnehmen sinnvoll oder nicht? Also ihr Lieben, was sagt ihr dazu? Es ist so, wenn ich jetzt die Kohlenhydrate, nehmen wir mal das Eis, wir lassen die ganze Woche Süßigkeiten weg und haben dann am Wochenende die Eisgeschichte und vielleicht dieses Jahr ein größeres Eis oder noch ein Stück Kuchen obendrauf. Ach ja, ich kann mir dann ja auch noch an dem Tag was anderes gönnen. Dann esse ich nochmal die Pommes oder die Pizza. Das heißt, wenn die Kohlenhydrate an den Tagen ansteigen, die ich vorher die ganze Zeit vielleicht aufgespart habe, vielleicht reduziert habe, vielleicht ganz korrekt unterwegs war, dann ist es so, dass wenn ich an anderen Tagen mehr esse, egal ob das am Wochenende ist, ob das ein Tag in der Woche ist, wenn ich vorher sehr streng bin und dann viel esse, dann holt der Körper nach. Das heißt, das Gehirn speichert an dem Tag, wo viele Kohlenhydrate kommen, alles aus den Kohlenhydraten auf, weil das Gehirn wahrnimmt, es gibt vorher eine Zeit des Sparmodus, das heißt zu wenig Zucker für das Gehirn. Und an der Stelle ist es so, dass das Gehirn sozusagen nachholt. Für die, die mich kennen, ich erkläre es euch nochmal, ja? Wenn wir sozusagen etwas essen und moderat essen, haben wir immer ein bisschen Zucker in der Blutbahn. Wenn wir aber in Richtung Diät gehen, dann haben wir ja weniger Zucker in der Blutbahn, ne, weil wir aufsparen, vorsichtig sind. Diese hohe Nüchternphase oder dieser geringe Nährstoffbedarf, also dieser geringe Zuckergehalt, den nimmt das Gehirn wahr. Und das Gehirn merkt natürlich auch, sich die Tage, wo es viel zu essen gibt. Warum ist das so? Das Gehirn muss ja alle Organe steuern. Und in dem Moment, wo es zu wenig bekommt, aus welchen Gründen auch immer, machen wir in der Form eine Diät. Und wenn wir Tage haben, wo wir mehr essen, holt das Gehirn das nach. Diese Diätphase mag der Körper nicht so gerne, weil er dann aus dem zu viel Essen an den Tagen, wo es dann kommt, einen Jojo-Effekt macht. Das heißt, es gibt kurze Jojo-Effekte, man nennt es auch täglichen Jojo-Effekt, an den Tagen, wo ich nichts esse und an den Folgetagen, wo mehr gegessen wird. Daher ist es sinnvoller, Leute, das ist nicht sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, wie wär's denn mal damit? Moderat Kohlenhydrate einbauen, nicht alles weglassen, auch nicht immer zu doll, zu streng verzichten, sondern die Portionsgrößen reduzieren. Wenn wir jetzt das Eis haben, könnte man ja gucken, ob man vielleicht lieber ein kleines Eis nimmt und nicht eine große Menge oder ein großes Eis oder vielleicht auch nur eine Kugel Eis. Wenn ich hier das Eis habe, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das im Becher mache und dann kann ich mir schon die Waffel sparen. Dann mache ich eine Kugel Eis rein, also ne, die gehen ja sowieso durch, manchmal sind die ja eh größer. Und dann habe ich sozusagen den Becher, ne, habe ich schon mal keine Kalorien. Und wenn ich an der Stelle dann eine Kugel Eis habe, anstatt des, huch, so kann es auch gehen, ne, Video aufnehmen ist nicht immer so leicht, das heißt an der Stelle, ist so ein großes, dass er eher so ein XL-Eis hier ja, macht immer Jojo-Effekt, weil ich einfach eine große Menge Kohlenhydrate habe. Habe ich aber moderat immer mal wieder die Kohlenhydrate, kann der Körper besser speichern und hat auch weniger Jojo-Effekte. Also auch tägliche Jojo-Effekte reduzieren sich, als wenn ich mal ganz lange alles ganz lange weglasse und dann ganz viel esse. Also was machen wir in den Schummeltagen oder im Urlaub, erlebe ich das jetzt auch immer wieder. Ja? Also ich finde die Schummeltage, ne?
Manchmal ist es ganz sinnvoll, moderat anzupassen und seid auch an den Schummeltagen vorsichtiger, moderater und nicht im Exzess unterwegs. Ja? Exzess, zu viel, führt immer dazu, dass wir an der Stelle ne, den Anteil an Zucker zu viel haben und der Körper macht ja aus dem Zucker auch Körperfett. Und dann habe ich eben immer wieder das Problem, dass der Körper immer wieder Diät, nicht Diät macht. Und dann wandere ich hin und her und dann kann es sein, dass das Gewicht stabil ist. Also moderat Menge anpassen. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr da mal so drüber denkt. Und ganz lieben Dank für euren Support und einen schönen Tag.